Ja, der Samsung UF40D6500 lässt sich einschalten. Da braucht er so um die 25 Watt. Und jetzt hat man kurz das Bild gesehen. Genau das wollte ich zeigen. Jetzt hat man den Fehler, ne, schon erkannt. Und ja, was kann ja defekt sein? Das wird ja das Mainboard. Ich hoffe, zeitweise kommt er und zeitweise nicht zu sehen. Ja, jetzt ist wieder die Hintergrundbeleuchtung ist da, aber ist wieder kein Bild nach dem Aus- und Einschalten. Ja, sind 70 Watt Verbrauch. Jetzt hat wieder kurz geblitzt. Jetzt ist wieder da. Also man hat den Fehler sofort erkannt. Wir sehen, ich werde mal trotzdem das Gerät abschrauben. Und ja, ich habe das Gerät abgeschraubt. Da ist das Netzteil, das Tikon-Modul und hier ist mein Board. Auf dem Board ist hier ein Nummer, der ein BE-Nummer beinhaltet. Das ist der richtige Board. In meinen sucht, ja, und hier wird irgendwo ein Aussetzfehler vorhanden sein. Der Fehler kann ja so auftreten, dass der nach dem Einschalten der Stromverbrauch komplett runtergeht auf 20-30 Watt. Das Display ist dunkel und man sieht kein Bild und dann schaltet er aus. Oder er bleibt ja eingeschaltet mit Hintergrundbeleuchtung und kein Bildinhalt, oder so wie hier kurz bevor ausgeht, dann zeigt er irgendwelche, ja, Bild mit Streifen oder sonstige. Ja, also hier, ich habe da schon Stecker alles geguckt, nichts hat gebracht, dann braucht man ein neues Board. Ja, ein gebrauchtes suchen. Ja, das ist dann alles zu dem Fehler bei dem Gerät hier. Sicher kann auch alles Mögliche sein. Man soll auch jedes Mal die Konnektoren hier prüfen. Und auch das Netzteil auf kalte Lötstelle kommt hin und wieder vor. Ansonsten sind die sehr gut und sehr schön gebaut. Schöne Technik von Samsung. Ja.